Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich denke mal, ihr habt es am Titel oder am Thumbnail schon erkannt. Heute packen wir wieder zusammen Kleidung aus und nehmen die ganzen Sachen unter die Lupe. Um welche Brand es geht, denke ich mal, habt ihr auch am Thumbnail gesehen. Und zwar hat Lowlights eine neue Kollektion rausgebracht, die, wie ich finde, auf jeden Fall sehr gelungen ist, aber irgendwie zum falschen Zeitpunkt. Auf jeden Fall ist das nur meine Meinung, aber ich weiß nicht, ob es jedem von euch genauso geht. Ich finde die Kollektion an sich wirklich sehr nice. Ich werde euch jetzt hier mal so ein paar Kollektionsbilder einblenden. Aber ich finde, irgendwie war die zur falschen Zeit, denn eigentlich steht der Sommer vor der Tür. Ich weiß jetzt nicht, ob Westen und Jacken wirklich so geeignet sind. Aber wie gesagt, an sich fand ich die Kollektion cool. Und genau deshalb habe ich mir auch Sachen bestellt. Wie ihr sehen könnt, ist das Paket so bei mir angekommen. Ich will euch jetzt nicht meine Adresse zeigen, aber ihr könnt sehen, ich habe mir zwei Sachen bestellt. Was ich genau bestellt habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mir ein Hoodie und eine Hose bestellt. Welche Hose, welcher Hoodie, wirklich gar kein Plan mehr. Wie gesagt, das ist 2 Wochen her und ich bestelle in letzter Zeit wirklich ziemlich viel. Deshalb würde ich sagen, packen wir das zusammen aus und schauen, ob Lowlights mit der neuen Kollektion Northern Lights abgeliefert hat oder ob ich sage... Ich habe mir jetzt einfach mal das erste Paket von den beiden geschnappt. Keine Ahnung, was da drin ist. By the way, eigentlich wollte ich mir T-Shirts bestellen, aber irgendwie waren die schon sold out. Also es war wirklich ziemlich schnell. Dann sehen wir einfach, dass der Hoodie hier drin liegt. Das heißt, wir packen zuerst den Hoodie aus. Ich zeige euch den jetzt sofort. Normalerweise wird das immer Double Box versendet. Jetzt aber nur einmal, wie ihr sehen könnt. Das heißt, das Paket kommt zur Seite und wir schauen uns den Hoodie genauer an, den ich mir bestellt habe. Ich würde sagen, ich hole ganz kurz den Kleiderbügel und dann gehen wir auf die Details ein. Das hier wäre der Hoodie, Freunde. Und bevor jetzt die ersten fragen, warum der gelbe Hoodie? Ganz einfach, ich habe noch keinen gelben Hoodie in meinem Kleiderschrank und ich achte immer so ein bisschen drauf, Abwechslung reinzubringen. Und deshalb dachte ich mir, komm, den nehme ich mit, denn ich wollte mir unbedingt einen Hoodie bestellen. Also ist es der hier geworden. Ihr könnt sehen, Lowlight steht einmal oben drüber. Dann werde ich euch ein Close-up quasi von dem Gemälde hier zeigen, beziehungsweise von dem Print. Ihr könnt sehen, kein Backprint oder so. Das heißt... Wirklich, das einzige Artwork ist hier vorne drauf. Ich finde auch nice, dass es jetzt nicht bis hier unten geht, sondern quasi nur bis zur Bauchtasche. Dann könnt ihr sehen, dass hier Kordeln angedeutet sind, hier aber keine Kordeln drin sind. Ich bin einfach kein Fan von Kordeln, deshalb finde ich das so auf jeden Fall cooler. Und ich denke mal, man kann den Fit schon sehen. Also wirklich sehr boxy geschnitten, sehr lange Ärmel. Mal schauen, wie der mir fittet. Ich habe eine Size XS, bin 1,70 groß für die Leute, die immer fragen. Und dann könnt ihr sehen, dass hier hinten wirklich sehr komische Nähte. Also komisch jetzt nicht im Sinne von schlecht, aber solche Nähte habe ich auch selten gesehen, die einfach hier entlang gehen. Mal schauen, wie gesagt, wie das Ganze fitten wird. Ich würde sagen, ich ziehe den Hoodie ganz kurz an. Er wirkt jetzt schon ein bisschen schwerer, aber auf gar keinen Fall diese Peso Raws Grammatur. Die ist jetzt hier nicht vorhanden. Aber wie gesagt, ein bisschen schwerer ist auf jeden Fall. Ich ziehe den an und ich würde sagen, wir sehen uns gleich sofort wieder. Ist vielleicht jetzt ein bisschen unvorteilhaft mit dem T-Shirt darunter, weil es wirklich so einen hohen Kragen hat. Aber ich hoffe mal, ihr könnt den Fit komplett bei mir sehen. Ich finde, der fittet sehr, sehr nice. Und hier könnt ihr auch sehen, dass der Hoodie wirklich komplett anders fittet als zu normalen Hoodies. Ich denke mal, hier unten sieht man das sehr gut, dass er wirklich sehr boxy geschnitten ist. Die Ärmel sind perfekt, nicht zu lang, nicht zu kurz. Also wie gesagt, ich habe das im letzten Video auch schon mal gezeigt. Wenn die Ärmel so komplett straight gerade stehen, ist es nicht so mein Fall. Ich will immer, dass sie so ein bisschen stacken und ein bisschen lockerer sitzen. Ihr bekommt jetzt meinen Fit eingeblendet, damit ihr natürlich immer versteht, was ich hier laber. Dann könnt ihr das, denke ich mal, auch sehen mit dem Boxer geschnitten. Also wirklich ein sehr, sehr entspannter Hoodie, wirklich sehr entspannt zu tragen. Und wie gesagt, ich finde es sehr nice, dass er keinen Backprint hat. Ich weiß nicht, ich bin nicht der größte Freund von Backprints. Und dann könnt ihr auch sehen, dass die Kapuze wirklich sehr nice steht. Finde ich auf jeden Fall top, den Hoodie. Hat auf jeden Fall meine Erwartungen übertroffen. Denn ich sage euch ehrlich, ich finde den Schnitt ein bisschen nicer als die letzten Schnitte von Lowlights, die ich hatte. Deshalb wirklich sehr, sehr nice. Das war aber natürlich nicht das einzige Piece. Denn wir haben noch ein zweites Piece. Welche Hose das ist, wie gesagt, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, es kamen nur Cargos raus. Dementsprechend muss es eine Cargo sein. Ja, brauche ich euch jetzt nicht komplett zeigen, habt ihr ja eben komplett gesehen. Und dann kommt uns ein Oliv, habe ich die bestellt, krass, ich dachte ein Schwarz. Ich hatte irgendwie Schwarz im Kopf, aber ich werde euch jetzt mal ein Fitpick einblenden von der letzten Hose von Lowlights, die in XS war. Oh, he needs some milk. Da war die Hose wirklich viel, viel, viel zu groß. Und ganz kurze Story, ich habe die Hose in der Size XS an jemanden verkauft.
der 1,90 war und er meinte zu mir, Bro, die Hose hat perfekt gepasst. Also keine Ahnung, was Lowlights da gemacht hat bei der letzten Kollektion. Die Hose sieht auf jeden Fall deutlich kürzer aus. Ihr könnt sehen, es ist eine Cargo geworden. Hier hinten dieser Lowlights Patch. Dann kann man die hier verstellen am Bund, was ich wirklich sehr nice finde. Weil manchmal habe ich das, dass Hosen zu eng sitzen oder zu locker. Dann kann man hier einfach ohne Gürtel das ein bisschen enger ziehen. Dann, was gibt es noch für Details? Ich habe mir die Hose gar nicht richtig angeguckt. Hier haben wir noch eine Cargo Pocket. Hier unten dann hat man so ein Ding, dass man die unten verstellen kann und die unten enger machen kann. Bin ich immer ein sehr, sehr großer Freund davon, wenn man quasi selber entscheiden kann, okay, wie breit möchte ich die Hose tragen. Deshalb wirklich sehr, sehr nice. Auf der anderen Seite ist dann hier eine Cargo-Tasche, die etwas längs geschnitten ist, sage ich mal. Und hier unten dann wieder eine, die etwas breiter geschnitten ist. Und hier ganz unten am Bund, wie beim rechten Bein auch, komplett das Gleiche, dass man die unten verstellen kann. Dann könnt ihr noch sehen, auf der Rückseite sieht man das sehr gut, dass hier einmal eine Naht quer durchgezogen ist, auf der anderen Seite aber nicht. Das heißt, hier ist wirklich sehr, sehr viel Variation dabei. Die haben nicht einfach links komplett das gleiche gemacht wie rechts, sondern es ist komplett unterschiedlich. Das heißt, es steckt auf jeden Fall viel mehr Arbeit in dem Piece, denke ich mal, was das Planen und so angeht. Aber jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Wie fittet die Hose? Ist sie wieder zu groß? Um diese Frage natürlich zu klären, das ist die wichtigste Frage bei der Hose, muss ich sie natürlich anziehen. Deshalb wie immer, Freunde, kennt das Spiel. Ich bin gleich einfach wieder back. Okay, Freunde, sie fittet ähnlich wie die Hidden Desert Cargo. Ich habe die jetzt nicht komplett eingestellt, sage ich mal. Aber die ist wirklich schon sehr, sehr baggy, extrem lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt so mein Style ist. Ich habe jetzt keine Schuhe an, das heißt, ich muss es sehen, wenn ich Schuhe anhabe, wie die Hose dann fittet. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die ist wirklich geisteskrank breit. Also so baggy hätte ich gar nicht gedacht, dass sie ist. Wie gesagt, mal schauen, wenn ich Schuhe anhabe. Ich will jetzt hier kein zu schnelles Fazit ziehen von der Hose. Deshalb werdet ihr jetzt mein Fit-Video eingeblendet bekommen. Hab so eine krasse Baggy-Cargo auch noch gar nicht in meinem Kleiderschrank. Das heißt, eigentlich würde es passen. Aber wie gesagt, ich muss das Ganze mal sehen. Jetzt auf Socken würde ich eher sagen, leider nicht mein Fall, wieder etwas zu groß, etwas zu baggy. Also falls ihr auf ganz, ganz krasse, ausgefallene Jeans oder Cargo steht, müsst ihr auf jeden Fall Lowlights abchecken. Auch die älteren Kollektionen abchecken auf Vinted, dann einfach schauen, welche Hose es noch gibt. Weil ich finde die wirklich schon sehr, sehr krass baggy. Auch die letzten Hosen waren immer baggy. Das heißt, falls das euer Film ist, falls ihr Skater seid oder keine Ahnung was, kauft auf jeden Fall bei Lowlights eure Hosen, dann werdet ihr, denke ich mal, glücklich sein. Für den Otto-Normalverbraucher, so wie ich, weiß ich nicht. Wie gesagt, muss ich komplett sehen. Aber ich denke mal, ein bisschen zu baggy, ein bisschen zu lang. Ist aber gar nicht schlimm, denn es hat sich auf jeden Fall verbessert zu der Hidden Desert Kollektion. Wie gesagt, kein Plan, was die da gemacht haben. Hat sich auf jeden Fall etwas geändert, aber immer noch nicht 100% meins. Deshalb denke ich mal, werde ich die Cargo nicht behalten. Aber wie gesagt, wir müssen einfach mal schauen. Das war's mit dem Video. Ich denke mal, das war ein kurzes Video, aber es waren einfach nur die beiden Pieces, die ich euch zeigen wollte. Ich finde wirklich eine sehr, sehr coole und gelungene Kollektion, auch wenn ich jetzt nicht ein T-Shirt bekommen habe, was ich eigentlich kaufen wollte. Aber ihr könnt sehen, wirklich ein sehr, sehr nicer Hoodie. Ich hätte mir gerne noch eine Jacke oder eine Weste bestellt, weil ich einfach nur gerne gesehen hätte, wie die Sachen fitten. Aber wie gesagt, alles war sold out. Keine Ahnung, ich habe 13 Minuten nach Release bestellt oder so. Es war echt kritisch, schon die beiden Sachen zu bekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Pieces in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. By the way, wenn du bis hierhin geguckt hast und mir noch nicht auf Instagram folgst, ich werde jetzt hier mal mein Insta einblenden. Lass auf jeden Fall ein Abo da. Und jetzt sehen wir uns wirklich beim nächsten Video.